Das weiß ich selber noch nicht. Ich habe mich selbst noch nicht entschieden, was ich mache, was der beste Weg für mich ist. Ich weiß, dass ich in Freiburg ein familiäres Umfeld habe, ein gutes Umfeld, ein sehr gutes sogar, dass ich mich extrem wohlfühle. Das steht außer Frage. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile. Und man wird sehen mit der Zeit, was passiert. Aber sportlich muss man ja irgendwann den nächsten Schritt machen, oder? Klar, irgendwann, wenn ich mich selbst so weit sehe, würde ich den nächsten Schritt in Anspruch nehmen. Tun Sie das? Das ist die Frage, ne? Das kann ich selber noch nicht genau sagen, ob ich mich so weit überhaupt schon sehe oder ob ich sage, ja, ich bleibe noch ein Jahr. Das wird sich jetzt, denke ich, in nächster Zeit herausstellen. Zusammenhalt ist das Wichtigste. Ich glaube, wir sind eine geschlossene Einheit. Ich glaube, das wird uns auf jeden Fall ein paar Mannschaften voraus sein. Klar gibt es vielleicht in anderen Mannschaften auch den Zusammenhalt, aber die Qualität, die bei uns vorhanden ist, die ist schon brutal. Und das muss man halt auch erwähnen, dass wir da schon zum Favoritenkreis zählen. Ich glaube, jeder hat auf seine eigene Art und Weise Spaß. Ich glaube, wir sind eine super Truppe, die sich auch so außerhalb des Platzes sehr gut versteht. Und der Spaß sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Deswegen sieht es bei uns schon ganz gut aus. Letzte Frage, wer ist der größte Boah. Mo ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Davy zähle ich auch noch dazu. Der Handysüchtige. Der Handysüchtige, genau. Ja, wir haben da schon einige dabei.